Jo, da bin ich wieder. Ich habe diesmal was, was wir schon länger nicht mehr hatten, nämlich eine Partikel, beziehungsweise eine Gruppe von Partikeln, die alle die gleiche Bedeutung haben, sich glücklicherweise auch relativ ähnlich anhören, sodass man da, wenn man sich ein oder zwei Stück merkt, sich die anderen dann automatisch gleich mitmerkt. Und zwar sind das To und Tomo und Do und Domo. Hört sich jetzt nicht so spektakulär an und wie gesagt, alles recht ähnlich. Das sind konzessive Partikeln, also die machen eine Einräumung oder einen kleinen Gegensatz oder sowas und werden im Deutschen dann halt mit obwohl übersetzt. Do und Domo und To und Tomo sind dabei eigentlich identisch, mit einem Unterschied, die haben nämlich einen unterschiedlichen Anschluss. Und ich mache zwei Beispielsätze zu dem Thema, die sind aber beide mit Domo, habe ich mir schon ausgesucht. Ich werde aber dann als nächstes noch eine Partikel machen, nämlich die Partikel T, auf die wir schon länger sehnsüchtig warten. Und da kommt dann halt nochmal als Wiederholung so ein Do, Domo, To, Tomo Anteil drin vor, wo dann ein, ich glaube To war das, wenn ich das richtig im Kopf habe, vorkommt. Gut, ja, wir sind bei den Herbstgedichten, der zweite Abschnitt der Herbstgedichte im Koki Wakashu. Müsste, glaube ich, Gedicht Nummer 250 sein. Ich lese es am besten einfach mal vor. Kusamo kimo iro kawaredo mo watatsumi no nami no hana ni zo aki nakari keru. Okay, soweit so gut. Ich habe das schon vorstrukturiert. Der aufmerksame Zuhörer wird gemerkt haben, dass hier 6 Silben sind. Und ich hatte ja letztens schon mal den Fall, da kam es zu einem Jiamari, ne, wenn eine Silbe zu viel ist in einem der Abschnitte, ist es ja ein Jiamari. Und da war ich mir nicht sicher, ob das jetzt nur in dem letzten Abschnitt vorkommen kann oder auch anderswo. Und hier kommt es auch anderswo vor. Und ich habe nochmal ein paar mehr Gedichte mir angeguckt, habe da gesehen, dass es durchaus auch möglich ist, dass dieses Jiamari, dieser Silbenüberschuss sozusagen, auch mal in vorderen Bestandteilen vorkommt und nicht nur im letzten Abschnitt. Genau, und hier halt das entsprechende Beispiel dazu mit 6 Silben im 5er Abschnitt. Ja, das Domo, um das es hier geht, steht hier. Und genau, ich wollte ja noch auf die Anschlüsse eingehen. Wir haben ja To und Tomo. Die beiden bilden sozusagen ein Pärchen. Die werden an die Shushike angeschlossen, immer und in jedem Fall. Und dann gibt es noch Do und Domo, so wie hier das Domo, die werden an die Isenke angeschlossen. Wir haben das Verb kawaru, sich verändern, und es ist ein Yonan-Doshi und hat entsprechend den Zeigevokal E in der letzten Silbe. Entsprechend wird das Domo hier an kawari, also die Isenke, angeschlossen. Genau, also obwohl und dann das davor. Das ist der Nebensatz und das, was dahinter kommt, ist der Hauptsatz. Also im Grunde genommen wie bei Ba, der Nebensatz steht vor der Partikel und der Hauptsatz steht hinter der Partikel. Ansonsten, genau, gehen wir gleich mal in das Verb des Hauptsatzes oder zum Verb des Hauptsatzes. Nakari keru. Das ist einmal keri. In der Rentaike, sieht man ja an dem R hinten, die Rentaike wird hervorgerufen durch die Betonungspartikel so, die ja ein typischer Kakaribusuri-Partikel ist, ganz häufig. Keri würde ich hier nicht nur, weil es ein Gedicht ist, sondern auch, weil es sich innerhalb des Gedichtes anbietet, nicht als Vergangenheit übersetzen, sondern einfach unübersetzt lassen, wie so eine Art lyrische Emphase. Das war ja die zweite Bedeutung, die dieses Keri hat. Keri seinerseits wird an die Renyoke angeschlossen. Wir haben hier kein Doshi, kein Verb, sondern wir haben ein Keyoshi, also ein Adjektiv, das die Funktion des Verbs einnimmt. Das Keyoshi ist nashi, es gibt nicht oder es existiert nicht oder es ja, ist nicht. Und das in Anbetracht der Tatsache, dass ein flektierender Bestandteil hinten angeschlossen wird, geht dieses nashi in die K
Karikatsuyo in die Sekundärflexion und wird entsprechend zu Nakari. Karikatsuyo flektiert ja wie ein Rahenverb und entsprechend ist hier die Silbe mit dem Zeigevokal I vorhanden. Genau. Also, es gibt etwas nicht. Aki, den Herbst gibt es nicht. Betonung, okay. Den Herbst gibt es nicht in, an oder bei. Und dann Nami no Hana. Das sind die Blumen der Wellen. Was sind Blumen der Wellen? Gemeint ist damit einfach, wenn die Wellen sich dem Land nähern, dann fangen sie irgendwann an zu brechen, das Wasser fängt sich oben an zu kräuseln, es schäumt ein bisschen auf und gibt Blasen. Und akkurat, das sind die Blumen der Wellen. No, Genitivpartikel, alles klar. Watatsumi. Das ist eigentlich eine Bezeichnung für einen Meeresgott, hier ist es aber metonymisch, also ein Stellvertreter oder eine Person, die mit etwas korreliert ist oder irgendein Wesen, das mit etwas korreliert ist, steht dann halt für das, dem es zugeordnet ist. Entsprechend hier der Meeresgott ist dem Meer zugeordnet, das ist also einfach das Meer und hat nichts mit dem Gott mehr zu tun. Gut, wunderbar. Dodomo angeschlossen an die Isenke, hatte ich schon gesagt. Die Farbe verändert sich und dann haben wir hier sowohl Gras oder, naja, so krautige Pflanzen, als auch Bäume. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, fange ich mal mit dem Nebensatz an. Also, obwohl sich die Farbe von Pflanzen und Bäumen verändert, ist in der Gischt der Wellen doch noch kein Herbst vorhanden. Das war kurz und bündig und einfach die Übersetzung dieses Gedichtes. Wie gesagt, diese lyrische Emphase oder so ist teilweise ein bisschen schwer zu übersetzen. Könnte man jetzt noch ein Ach oder sowas einfügen, aber muss man nicht unbedingt mit ins Deutsche übertragen. Hauptsache, sollte man mal eine Klausur drüber schreiben, bemerkt man, dass es das so ist und genau, gibt an, welche Funktion es erfüllt, auch wenn man sie dann nicht mit übersetzt, beziehungsweise übersetzen kann. Ja. Ansonsten gibt es erstmal keine Schwierigkeiten, dann gehe ich zum nächsten Satz, wo auch wieder ein Domo drin vorkommt. Und dann machen wir danach mit der nächsten Partikel weiter.